Yo, 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 Freunde, willkommen zurück zu NES Remix. So, jetzt daneben richten. Und dann kann's losgehen. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei Remix 20. Im letzten Part gab's nur Remixes und SMB wieder mal. Die anderen Spiele haben wir noch nicht mal angerührt. Und bei denen wird's, glaube ich, auch bleiben. So, wir haben nicht mehr viele Remixe vor uns. Ja, doch. Und ich würde sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock da drauf, aber let's go! Finde die Ecke und... What? Ah, finde die Echten und besiege sie. Okay. Und wer? Da. Oder? Ja. Wow, Skill. Auch wenn da unten nur so ein geiler Powerblock wäre, ne? Das wäre so was von chillig. Kaboom. Kaboom. Ach, das ist ein falscher. Mhm. Ach, das wird ein Spaß, das sehe ich jetzt schon. Oh, hier eine Taktik zu entwickeln. Okay, also der kommt immer hier längs. Dann kommt hier der echte da längs. So, das war wieder der echte. Und der ist tot. Ach, fu! Genau den falschen! Ihr habt sie doch nicht mehr alle! Genau den falschen! Ist doch nicht normal! Genau den falschen habe ich da erwischt! Das wäre so gut geworden! 33, nicht shiny. War klar. 24, woo! Ey, genau der falsche kommt dann da aus der Röhre raus. Ich habe schon wieder vergessen, welche die richtigen waren, nebenbei erwähnt. Aber das machen wir nochmal. Hat ja nur 2 Minuten gefressen jetzt und da haben wir locker nochmal Zeit dafür. Komm. Einmal hier. Einmal. Hier. Hier. Ich glaube, dann war der hier. Mhm. Fuck, und dann kommt der. Das ist schwer. Na, eigentlich nicht. Ist ja eigentlich nur eine Route, die man da ablaufen muss. Und die Route ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht so schwer zu merken. Wieso jumpt der jetzt so hoch? Ist doch nicht Luigi. Ist Mario. Na, egal. Komm. Braucht man bei dem Spiel eigentlich den B-Knopf? Mir kommt es nämlich nicht so vor. Aha. Mensch! Fuck! So richtig mies! Jetzt krieg ich's mir nicht mehr hin. Ich sehe es schon vor mir. Bock. Hallo, hallo! Das war doch immer der echte, oder? Oder täusche ich mich? Hab ich den jetzt echt nicht getroffen? Oder woran lag das jetzt? War das jetzt der falsche? Die wechseln sich doch nicht ab, oder doch? Das wäre assi. Das ist der falsche. Ey, Nintendo! Nintendo! Ich hasse euch. So. Kommt der jetzt hier lang? Ist da Trolling? Oder sind da beide falsch? Ist doch Trolling. Weil normal ist da definitiv nicht. Der echte ist hier drüben, ach komm. Woher soll man... Es sieht man ja auch nicht. Oder sieht man, welcher der echte ist? Nein, sieht man eben nicht. Das sieht man, glaube ich, nur, wenn sie sich kreuzen. Ganz im Ernst. Mm-mm. Last try, danach kein Bock mehr. So.
So. So. Dann hier jetzt der. Puh. So, komm, shiny. 25,7, niemals. Doch. Dochmals, geil. Cool. Und natürlich noch ein Stempel hinterher geschmissen. Da sieht man, man soll niemals aufgeben. Nicht wahr, Climber? Ja, da hast du recht. So. Mario. Wahrscheinlich Rende. Erreiche den Zielfall. Wahrscheinlich Rende von selbst. Nicht. Mhm. Ah. Gut. Gut, das ist... Das ist abnormal. Aber gut, das kennen wir ja. Und dann springt er nicht, das ist natürlich dann geil. Ba-ba. Ach komm. Ich spiele das Spiel eigentlich gerade nur noch für mich, merke ich. Ist ja gar kein Let's Play mehr. Geil. Für was kommentiere ich das eigentlich? Das wäre eigentlich eher am besten, wenn ich es nicht kommentiere und einfach lass. Na komm schon. Weil mehr gebe ich ja so oder so nicht von mir, außer komm schon. Schaff das. Komm. Auf den Pilz kacke ich mal gekonnt. Wieso bin ich jetzt da runtergefallen? Kann mir das irgendjemand sagen, ich habe gedrückt. Shiny muss man doch das Level wahrscheinlich auswendig lernen, ne? Das ist auch geil. Da bin ich wahrscheinlich immer kurz davor, auf der Plattform zu landen. Also da hätte ich echt gern mal. In Farbe hätte ich das da gerne mal. Ja. Es ist so klar. Es ist so klar. Ne. Das ist auch lustig. Und dann die geile Death Zone auch noch, wenn Mario noch nicht mal seinen Kopf unterdingert. Ja, wie groß ist denn der Pilz da unten? Ich habe mir gedacht, der ist 3 Blöcke groß. So sah es halt gerade aus. Wahrscheinlich nur einer. 3. Hm. Wieso hat dann nicht geht? Das verstehe ich auch nicht. Die bauen da wahrscheinlich irgendwo unsichtbare Blöcke hin. Wenn es dunkel wird. Leck mich doch am Arsch. Ganz im Ernst, wenn die Steuerung nicht mitspielt. Ne, ne, ne. Aber wenn die Steuerung nicht mitspielt, kann ich halt auch null dafür, ne? Genau, zum Beispiel das jetzt. Aber gut, wir sind in den letzten Remix. Das verstehe ich nicht. Warum rennt er da freiwillig in den Tod? Ist doch kein Lemming, der Typ. Ja, und jetzt habe ich so oder so verkackt, weil unten kenne ich mich nicht aus. Viel Spaß. Kack auf den verdammten Pilz. Das ist ja einfach nur simples. Komm ins Ziel. Und es ist auch eigentlich nicht schwer, wenn man es kann. Ist doch niemals im Leben shiny. Ja, ich hab's gewusst. Ja, wir haben das erste, das ist komplett. So, speeden wir das mal. Das Offscreen zu machen wird ein Spaß. Das wird echt ein Spaß. Komm, wir machen mal ein bisschen Excitebike nochmal.
Haben wir das vielleicht auch. Was? Setze ein Hinterrad ein, um einen Rivalen... Okay. Das heißt, ich muss die erstmal überholen. Wir 5 Rivalen von den Motorrädern. Ein... Ach, ihr seid lustig, Nintendo. Oh, wie geil. Das war ein Hinterrad, okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich hasse dich, Spiel. Das wäre so geil gewesen, das wäre 100% shiny gewesen, aber nein, das Spiel, es hat sich gedacht, nein. Das lief gut. Dam, 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 dam. Yeah, Double Kill. Ach komm schon. Noch keinen Spaß. Geil. Das lief recht gut jetzt. Ich weiß halt nicht, ab wann es zählt. Ab wann zählt der Hit für den Gegner und ab wann zählt er für mich? Wenn man das wüsste, dann wäre die Mission sowas von leicht. So, das zählt. Das haben wir ja jetzt verstanden. Ich habe mir gedacht, ich muss so mein Rad aufstellen, aber nein, muss ich nicht. So, ich muss einfach ein bisschen weiter vorne sein als der Gegner und zählt für mich. So. 100 Sekunden noch Zeit. Dürfte doch shiny sein. Würde ich nicht verstehen, wieso nicht. So, cool. Yay. Yay, neuer Stempel. Für den Ultra. Ein querliegender Rubin. Nummer 7 von 10. Legen wir los. Erreiche das Ziel ohne Sturz. Machen wir. Machen wir. Kommt drauf an, wie lang ist es denn? Gut, das lief doch gut. Erreiche das Ziel ohne Sturz. Das ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen schwerer jetzt. Ba-ba-dam. Miss. Gut. Hab verstanden, was das Spiel mir damit sagen will. Gut, wir haben verkackt. Weil das letzte schaffe ich bestimmt nicht ohne. Ey, das ist auch wieder mies. Ja, dann musst du wirklich wieder alles auswendig lernen. Ja, Overheat. Da muss ich nach oben. Nach oben. Nach oben muss ich. Nein, nein, nein. Wenn der da schön reinfahren würde, immer, dann wäre es natürlich chillig. Aber das macht er halt auch nicht immer. So. Das hat wir geschafft. Erreicht das Ziel ohne Sturz. Das ist schon. Das ist echt schon schwerer hier, die Strecke. Ich bin nicht. Kann ich neu starten? Da hätte ich keine Chance auf Shiny mehr, wenn ich da überhitze. Gut. Können nicht meine ganzen Rivalen irgendwie hinten in mich reinfahren? Das wäre spitze. Ja, also ich glaube, in dem Part, da muss ich wieder einiges nachholen. Das sieht auf jeden Fall schon so aus. Hui! Wie der Blaue dann immer noch so nachgedüst kommt. Gut. Hätten wir das geschafft. Okay, Strecke Nummer 3. Oh Gott.
Ich kann mir schon vorstellen, was da jetzt kommen wird. Oh Gott. Okay, ich muss an meiner Startposition bleiben. Wird Skype angeschrieben, cool. Hier ist einfach am besten. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Habt sie doch nicht mehr alle. Ja, wahrscheinlich fährt jetzt irgend so ein Honky mich rein. Denkt sich so, haha, ich ruinierte deinen Run. Wieso wusste ich es? Ja, das kann ich eigentlich aufgeben. Keine Chance mehr. Komm. Ey, ich will jetzt endlich mal wieder irgendwas schaffen. Das ist irgendwie langsam ja schon übel. Hä? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ey, gleich heul ich hier. So, hat der Blaue keine Chance. So, cool. Und noch einmal, kriegen wir es hin? Jetzt endlich vielleicht. Das ist so reiner Bullshit hier. Besonders wenn die Rivalen dann auch noch in dich reinfahren. Da, hat er das gesehen? Konnte ich da was dafür? Nein, konnte ich nicht. Hier konnte ich auch nichts dafür. Ich musste ja irgendwie nach unten. Das ist Spaß. Ruhe. Wenn ich jetzt meine Webcam einhält, wahrscheinlich ruiniert mir jetzt eh wieder irgendwer meinen dritten Run. Ha! Geht dir nicht weg? Bleibt einfach stehen! Denkt sich so, kacke egal, wen du verlierst. Hurensohn, ganz im Ernst, Hurensohn, der Typ. Bäh, 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 bäh. Ich sehe schon verkackt. Ganz im Ernst, ich soll alle drei Strecken auswendig wissen. Ihr könnt mir auch mal. Dann fahre ich mich hinten rein. Gut machst du das. Braver Bougie. Hui. Normal. Die Strecke ist jetzt auch nicht gerade leicht. Muss ich schon zugeben. Ja, warte. Du bist so ein Rotzspiel. Excitebike, das Spiel für groß und klein. Kannst du nicht irgendwie aus dem Weg gehen? Da warst du sonst vorher ja auch nie. Das finde ich immer am witzigsten. Mann, wenn die Gegner wenigstens eine Route hätten. Aber nein, die sind ja total random. Und dann macht halt dann keinen Spaß. Das ist einfach nur Bullshit. Es kann ich nichts dafür. Geht nicht. Weil was kann ich denn dafür, wenn der Typ einfach so just for fun in mich reinfährt? Ich kann da null dafür. So, dritte Runde wieder. Also, ob ich das jetzt schaffe. Naja. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hätte da nicht als drei Missionen machen können und nicht als eine. Das ist reiner Bullshit hier. Ist das wenigstens shiny? Ich glaube nicht. Doch ist es, danke. Danke. Danke, liebes Spiel. Yeah, wir haben Remix 2, Level 1, Level 2 freigeschalten, Level 3 freigeschalten. Ich bin einfach nur der Beste, ich weiß.
Reiner Bullshit. Wo ist denn Remix 2 jetzt? Ah, hier ist Remix 2. Cool. Legend of Zelda. Donkey Kong 2 und... Data. So. Ich höre jetzt nicht auf. Glaubt ihr jetzt wirklich, ich höre jetzt auf? Bestzeit schlagen? Darin bin ich doch gut, oder? Habe ich einen DKCR auch immer gemacht. Ist halt wieder alle Strecken auswendig lernen. Ey, ihr seid auch die Besten, ne, von Nintendo. Nintendo immer mit ihren Bestzeiten. So, wenn da drei Hubeln kommen, dann darf ich mich nicht bewegen. So, ich fahr oben lang. Ey, wehe, der kommt rüber, der Typ. Nein! Ich kann doch nicht auf alle achten. Was erwarten die denn? Ich bin doch kein multitaskingfähiger Mensch. Ihr seid die Besten. Ja doch, das ist nicht mehr normal. Haben doch keine normalen Menschen mehr erfunden. Da saßen Affen in seinem Rechner. Leck mich. Habt ihr ja keine andere Wahl, außer 25 Minuten Fahrt zu machen, weil ansonsten kommen wir ja gar nicht weiter. Da kann ich... Dumm! Und dann blockiert auch noch so ein Typi den Weg nach oben. Das sind ja auch die Besten. Die Typen, die Wege blockieren. So, jetzt nicht bewegen. Das ist gut. Was kann ich denn dafür, wenn der Typ da steht? Und der erstmal einen Break macht. Nintendo ist lustig. Das sind Spiele für Jung und Alt. Jetzt fährt der wahrscheinlich... Ich vergesse es immer. Geht nicht. Unmöglich. Overheated, ja. Yeah. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Recht hat Let's Play ab. Machen wir irgendwann im Stream. Ja, sieh's. Da unten fährt der blaue Typ, hat... Der blockiert die Spur. Wie soll ich... Das ist nicht wahr. Ich hasse dich, ich spiele dich einfach nicht. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hab keinen Bock mehr. Habt ihr das gesehen? Ich hab den zusammengefahren, der müsste jetzt im Krankenhaus liegen, aber nein! Ich stolper natürlich. Hurensohn. Habt ihr das gesehen? Ich bin voll mit meinem Motorrad auf ihn draufgefahren. Eigentlich müsste der. Das ist doch nicht wahr, das ist nicht wahr. Nein. Lass den Typen jetzt da oben leben. So. Vielleicht ist das Spiel dann auch freundlicher zu mir. Nee, ist es nicht, aber. Was erwarte ich? Ist ein 8-Bit-Spiel. Wahrscheinlich chillt dann da vorne eh wieder ein Typ in meinen Weg. Ich kann es mir einfach nicht merken.
Das geht nicht. Nein. Und was ich auch nie verstehe, wie soll ich denn die dritte Bestzeit schlagen? Das geht doch gar nicht. Das ist eine unglaubliche Zeit. Ich bin da hinten ja erst bei einer Minute dann. So, stirb, du Bast. Ich dreh nicht durch, ich dreh echt noch durch. Irgendwann zerstöre ich was. Stirb, Hurensohn. Hab ich? Ich hab grad losgelassen. Gerade als du das angezeigt hast, hab ich losgelassen. Also kurz bevor du das angezeigt hast sogar schon. NES-Spiele sind unfair. Geil. Ey, leck mich doch am Arsch. Wahrscheinlich kriegst du Scheine hier eh total leicht. Nur ich streng mich halt mal wieder an. Dieser blaue Hurensohn, dieser blaue Hurensohn. Tötet ihn. Ich kann nichts dafür. Da kann ich nichts dafür. Liebes Spiel, ich kann nichts dafür. Das ist alles deine Schuld, liebes Spiel. Du hast den Charakter dahingestellt, nicht ich. Du warst es. Alleine? Auch du hast die Chancen dahingestellt. Was kann ich denn dafür, wenn ich mich nur richtig positionieren will? Ich weiß doch nicht, dass der stolpert. Woher soll ich denn das wissen? Das ist richtige Wien. Guckt es euch an. Wisst ihr was? Ich dreh noch durch. Stirb, Hurensohn. Und der blaue wieder. Der blaue wieder. Ja. Warum gibt's kein Shooter-Spiel? Ich würde den blauen dahinstellen und direkt einen Headshot geben. Was anderes hat er auch nicht verdient. Guckt ihn euch an, diesen Hurensohn. Ja, was denn? Auf keinen Bock mehr. Tötet diesen Bastard. Tötet ihn. Fahr, du kleiner Hurensohn. Fahr. Okay. Drei Runden also. Ihr habt sie noch nicht mehr alle. Ja. Ihr habt sie nicht mehr alle einfach. Das ist abnormal. Ich dachte, ich muss nur die Bestzeit schlagen, aber nein, drei Runden fahren. Wer sagt denn sowas? Jetzt erzählen sie Märchen. Ich bin nicht Ober. Ich hab keinen Bock mehr. Freunde, bitte tötet mich. Danke, Wiedersehen. Bastard.